Nein, bitte trink das Zeug nicht. You must help me. They're coming. You must stop them. Or they'll all be coming. Please stop them. Trap. Ja. Oder so. Verdammt, jetzt hätte ich wohl doch lieber Kedok gehabt. Wer kommt? Oh, fuck. Das sind gerade verdammt viele. Dann trinken wir das Zeug mal mit Elara. Und schauen, was passiert. Und auch wir werden zu einem bösen Dämon, der alles in kleine Stücke zerschnitzelt. Denn die Kinder der Elfen haben Hunger. Sie sind hungrig und haben lange nichts gegessen. Genauso auch Elara, die Mutter aller dämonischen Elfen. Dämonischen Elfen gibt's überhaupt? Aller Dämonenelfen? Sie sind böse und blutrünstig und finden bessere Schilde. Jetzt habe ich den Text von Kedok nicht mitbekommen. Na, egal. A lot of fire? Was? Komm ich hier durch? Oh, oh, da habe ich nicht noch Minotauren gesehen, oder? Das wäre ziemlich scheiße. Bitte nicht. Bitte gib mir nicht noch... Oh! Du kriegst auf Orme. Incoming Fire, ja. Jetzt nicht mehr. Oh, komm her, wo bist du, wo bist du? Da oben. Oh, das macht ja erstaunlich viel Schaden. Das ist schön. So. Rennen wir nochmal runter. Helfen wir dem Kedok oder nicht? Nö, erstmal noch nicht. Da hinten ist noch ein kleiner Splitter, ein Kristallsplitter. Das ist doch schön. Ja, hier finden wir noch neue Sachen. Ah ja, auch sehr schön. Ja, wunderbar, ne? Kedok, der regelt das da alles alleine. Na komm, wollen wir mal nicht so asozial sein. Ja, das kriegst du schon gut hin. 400 enemies killed using a bow. Arrow damage increased. Ja, das hilft uns jetzt endlich mal für die... Wow. Da haben sich gerade meine Augen geweitet, als die einzelnen Stücke der Gegner auf mich zukamen. Ah, komm, Explosion. Moment, ich kann jetzt eigentlich schon unendlich viel Mana verschießen, oder? Geil, wieso mache ich das nicht? Das ist auch nötig. Warte, dann gehe ich lieber auf die hier. Bam, 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 bam. Wow, das gefällt mir. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Aber das ist schön. Total Carnage. Nein, ich schieße die ab. Sie haben keine Chance. Wo kam der Pfeil her? Ich will nicht mehr normal werden. Nein. Alles fliegt in die Luft. Ja, was siehst du? Du siehst mich. La 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 la. Komm schon! Extra Slot! Das ist schön. Ach mein Gott! Das ist einfach jetzt mein Gemetzel. Wir sind overpowered. Das darf auch mal sein. Aber wo geht's weiter? Oh! Boah, wie schnell die Minotauren weg sind. Ach, das ist doch schön. So, wo geht's jetzt hin? Oh, noch so ein Zauberer. Weg mit dem Zauberer. Ein Minotaurus, weg mit dem Minotaurus. Noch ein Minotaurus, weg mit ihm. Aha, zehn war ich schon weg. Okay. Falls ich das jetzt aufmachen musste, dann habe ich das jetzt endlich gemacht. Und ich schieße einfach mal überall entlang. Es ist schön. Wie lange hält dieser Fluch eigentlich? Nein, wieso frag ich denn? Schade. Schade, schade, schade. Ich hätte gern noch ein bisschen länger mit dem Zeug rumexperimentiert.
Hier lang kommen wir aber nicht, weil hier Baum ist. Weil Baum. Jetzt stimmt das Argument. Sonst sagt man das ja immer wegen irgendwelchen anderen Sachen. So. Oh, wir können es nicht nochmal trinken. Schade. Okay. Also mit Elara ist das Zeug zu trinken auf jeden Fall besser, weil im Fernkampf die ganze Zeit Magie zu benutzen... Oh, Baby! Ja, das hat es richtig in sich. Eine Schlucht. Das sieht auch sehr interessant aus, Elara, aber du solltest da nicht reinspringen. Wenn wir wollen, da drüber! Wunderschön! Oder sind wir schon in Akt 4 und ich hab's nicht gemerkt? Keine Ahnung. Was? Ach ja, wieder eine Frau, die am Rumheulen ist. Ich hab was aktiviert. Ah, okay. A bow before the eldest god, whose spark in you doth burn? Keine Ahnung. Breath his mighty... Was? Breathe his mighty breath into his leather kin in turn. Do so in true order, and the great reward you will earn. Also, wir sollen vor den ältesten aller Götter uns verbeugen. Whose spark in you doth burn? Der Funke, der in uns beiden brennt. Also in Elara und Kedok. Oh, wir haben eine Verbindung zu den ältesten Göttern. Oh, deshalb müssen wir sie ehren. Breathe his mighty breath into his leather kin in turn. Okay, wir müssen wahrscheinlich die verschiedenen Zauber in der richtigen Reihenfolge in die richtigen Orte reinplatzieren. Aber wo? Oh, das heißt... Moment, mit der habe ich Blitz und diese Swirl. Was habe ich mit Kedok? Was habe ich mit Kedok? Mit Kedok habe ich... Feuer und... Scheiße. Ach nee, doch, doch. Das geht. Aber ich glaube, dann gehe ich nochmal zurück und gehe nochmal auf Elara. Ja, ihr seid beide verbunden. Durch den Gott. Ja, und nachher stellt sich heraus, dass wir dieser Eldest God sind. Dass wir diese spielen. Und durch dieses Artefakt über diese beiden verfügen. Das wäre interessant. Wohl wahr. Hotheads. Okay. Heiße Köpfe. Heiße Köpfe. Machen wir mal das. Wie gefällt dir dies? Nein. Das gefällt dir nicht. Wie viele Köpfe sind da überhaupt? Gehen wir erstmal wieder auf den Bogen. Müssen wir hier vielleicht durch? Ah! We seem to be a little off course. Oh well. As long as we're here, might as well look around. Ja, wenn wir schon mal hier sind, können wir... das sollten wir nicht kaputt machen. Gut, hier wird's wieder dunkel. Das gefällt mir nicht wirklich. Ach so, ja, ihr Gag nur rum. Ah, das Tolle ist jetzt echt, dass wir noch einen weiteren Slot für Heil- und Mana-Filiolen erhalten. What? Oh. Dieser Schreck. Wir brauchen Licht. Licht, sonst kommen wir nicht weiter. Ja, hört ruhig auf. Dann hören wir dieser armen Seele zu. Wenn Kedok uns verteidigt, bitte. Headless. The damn woman was headless. And extremely deadly, obviously. Just look at me. Slain with no mercy. The same will happen to you. Avoid the headless woman. Okay, das ist offensichtlich, was wir tun sollen.
uns von der kopflosen Frau fernhalten. And I don't much fancy a swim. Why not? You're dressed for it. Okay, schwimmen dürfen wir nicht. Das heißt, wir müssen das Wasser erstmal ablassen. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Ah. Und wenn ihr nichts sehen solltet, keine Sorge, ich sehe auch nichts. Ich sehe die paar Kerzen, die hier sind. Ach, ist das schön. Oh, ist das nicht schön. To gain entrance to my watery grotto. Grotto habe ich noch nie gehört, oh mein Gott. Find the key I have hidden behind a wall that sounds hollow. To learn the path into its depths, slide the locks that are all wet. Okay, der hat irgendwo... Ja, was heißt der? Der Typ, der das geschrieben hat, keine Ahnung, wer das auch ist. Der hat einen Schlüssel hinter eine Wand gelegt, versteckt. Hollow, hinter der es pfeift. Weiß ich gerade nicht, was hollow heißt. Ich glaube, es ist aber ein... Ja, es ist ein Geräusch. That sounds hollow. Okay. To learn the path into its depths. Light the locks that are all wet. Okay, in der Nähe von dem Wasser, wo wir gerade waren, müssen wir anscheinend etwas anzünden. Damit wir etwas Neues sehen oder... Oh, 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 oh. I'm on it. Oh. Gut. Los, schieb du, alter Knacki. Hier, hast du Licht? Meine Güte, was muss der für Bärenkräfte haben, dass der das Zeug bewegen kann? Naja. Aber wir haben mal wieder ein Secret gefunden, nach langer Zeit. Das ist der Schlüssel. That sounds hollow. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, also wenn das der Schlüssel ist, habe ich nicht damit gerechnet, dass der so nah bei uns ist. Light the locks. Wow! Schock lass nach, Schreck lass nach, heieiei. Back off, ja, yeah. Mach mich doof an. Ich bitte drum. Light the locks that are all wet. Das hier ist alles unter Wasser. Hier gibt's nichts zum Anzünden. Irgendwo etwas anderes. Kann auch gut sein, dass ich gerade ein Spätschalter bin. Spätchecker. Das ist nicht das erste Mal, dass das vorkommt. Es ist so dunkel. Yay! Es ist so tödlich, so eine Falle. Hey, hört auf! Ja. Na gut, dann machen wir hier erstmal die Teile kaputt, die hier standen. Oder noch stehen. So. Nicht durch die Mitte gehen. So, aber ich frage mich jetzt trotzdem. Light the locks that are all wet. Won't hurt us to take another look around before we press on. Ja, okay. Ich hab ja eh vor, hier wieder reinzugehen, nur... Dieses Rätsel könnte durchaus etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Light the locks that are all wet. Gut. Was sind Loks? Keine Lokomotiven, so viel steht fest. Die kopflose Frau, vor der sollen wir uns fernhalten. Light the Loks. Light the Loks. Weiter komme ich hier so nicht. Reinspringen. Mag Elara auch nicht. Kedok sah gerade ein bisschen komisch aus. Egal, nochmal Feuer nehmen. Light the locks that are all wet. Ich komme nicht drauf, liebe Leute. Und wenn ich... Okay, wenn ich den Bogen so wechsle, bleibt das Feuer natürlich auch nicht da.
Schade. Weil mit dem langsamen Bogen, mit dem kann ich ja zoomen. Zoom. 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 Zoom, 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 zoom. Aber das bringt auch nicht viel mehr, habe ich das Gefühl. Wir können ein bisschen genauer schauen. Was sind die Loks? Was sind die Loks? Ich weiß es nicht. Es tut mir leid, liebe Leute. Aber ich werde hier dann mal wahrscheinlich einen Cut machen müssen. Oder warte,